Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Info-Podcast-Video. Ich weiß nicht, was das Ganze hier wird. Und habt ihr diesen Pronto dort oben gesehen? Ja, der ist mega selten. Ja, es könnte heute etwas ein bisschen pixelig sein oder auch nicht. Ich muss heute erstmal wieder mit Fraps aufnehmen, weil mir... Ich muss ganz ehrlich sagen, die Grafik hat sich doch irgendwie ver... Alter! Alter, guckt euch mal den Himmel an! Guckt euch mal diesen hässlichen Himmel an. Das sieht aus, als hätte man den mit GIMP gemacht. Mit so einem Wolkendingensen. Ja, heute was ganz Besonderes. Ich zeige heute mal alle Skins durch, die wir alle so der Laufe der Zeit gesammelt haben. Ich laufe aber jetzt noch ein bisschen mit dem ein bisschen rum, so ein bisschen, und dann geht's los. Es gibt viele, viele Infos, die ich noch zu berichten habe. Und ja, das, ich mag diesen Sunrise-Skin. Sunrise, ne? Mega schön, auch wenn er stark vom Design her, ich hasse diesen Himmel. Ja, es gab's ja ein neues Update. Juhu! Es gab's jetzt... Thumbnail! Es gab's ja ein neues Update. Und, Es ist halt wirklich immer so, dass ich mittlerweile echt keine Ahnung habe, was ich von den Updates halten soll. Jetzt kamen neue Sachen hinzu. Und zwar hat jeder Mensch jetzt so eine NK bekommen. So eine Pistole. Und die hat also jeder mit, normalerweise hat die jeder jetzt, die muss man sich nicht irgendwie kaufen oder erspielen oder sonst was. Beim Trapper, der hat jetzt ein, wie nennt man das Teil, ich habe keine Ahnung. So, ich gehe jetzt mal alle Skins durch und versuche nebenbei ein wenig zu erklären, was das Update uns so vieles gebracht hat. Gut, das Update hat einiges auch gefixt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es immer noch sehr viele Bugs gibt. Und ich weiß nicht, ob die irgendwas mit der Grafik gemacht haben. Aber ich habe hier selber Einstellungen. Und das, ich habe das Gefühl, dass es scheiße aussieht. Einfach beschissener aussieht momentan. Ich weiß nicht, ob momentan eine falsche Einstellung da ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich vor ein paar Tagen einen kompletten Crash hatte mit dem PC und alle Daten waren weg, die Programme waren weg, alles war in dem Sinne weg und jetzt musste ich halt gucken, dass alles wieder neu ist und was war das? Horcht mal. Da! Das ist doch total... Du kannst mir doch nicht sagen, dass das Spiel nicht buggy ist. Das Spiel ist so unendlich buggy. Also ich meine, ich buggy den Piraten. Ich glaube, den Joke habe ich schon so oft gebracht. Nein, ich muss das Mikrofon auch noch neu einrichten. Hier mein absoluter Favoriten-Skin, der Tsunami-Agro. Den haben sie ja geändert gehabt. Und was ich schade finde, die müssen unbedingt auch mal das Thumbnail hier ändern, weil so irritiert es einen echt. Weil wenn du es so siehst im Markt, denkst du, oh cool, sieht der geil aus. Er sieht aus wie der Neville Rex. Den muss ich haben. So, jetzt gehe ich hier mal die einzelnen... Oh, der Snake Skin. Ich will den Featherit Snake Skin. Der ist sowas von süß. Und hier auch den Dark Classic Knoberaptor. Der ist so fucking süß. Ich muss ernsthaft mal auch mal mit den Classics spielen. Mal gucken, wann mal. Weil momentan, muss ich ja ganz ehrlich sagen, legt mir momentan auch YouTube ein paar Steine in die Wege. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt oder nicht. Momentan gibt es anscheinend Schwierigkeiten mit YouTube. Und diese Schwierigkeiten kann ich bestätigen. Selbst mir wurden, also es ist so, dass einige ihre Accounts verloren haben, weil die Thumbnails nicht angemessen sind. Und einer zum Beispiel, auch einer meiner Lieblings-YouTuber, der macht halt so Reaction und Anime-Kram. Und er hat seinen Account verloren, soweit wie ich es jetzt richtig verstanden habe,
weil er Thumbnails hatte, wo irgendwie welche. Ach hier, der Fossil. Der Fossil. Ganz ehrlich, in Airbase ist der genial, der Fossil. Und hier. Snowdrift. Der ist so genial. Mein absoluter Favorit momentan. Nein, er hat seinen Account wegen Thumbnails verloren. Keine Ahnung weswegen. Warum? Es war nicht mal angemessen. Es hieß so, also es war so, dass er Kram online gestellt hat, was jetzt nicht wirklich gut war. Zum Beispiel Brüste in den Thumbnails oder jetzt Anime-Girls, die gekuschelt haben. Gekuschelt, Leute, die waren angezogen. Man hat nichts gesehen. Keine Brüste, keine Hintern. Es wurde gelöscht. Auch mir wurden einige Videos gelöscht. Life is Strange ist weg. Saints Row ist weg. Momentan ist noch die Ansprache von einer meiner neuesten Projekte, The Walking Dead. Da habe ich aber mittlerweile auch Einspruch erheben, weil ich sehe da absolut keinen Sinn und Zweck, warum das nicht gelöscht werden sollte, also, ne? Also gelöscht werden sollte. Und es wurden sogar einige Primal Carnage Videos untermalt, sag ich's mal so. Es hieße, es sei Material enthalten, was nicht mir gehöre. Und also die Hintergrundmusik. Und das ist echt, dieses Problem ist eigentlich, seitdem es die Gemma gibt. Bei dem Skin verstehe ich nicht, warum dieses weiße Zeug an den Flügeln so glow, so ein Pluming-Effekt hat. Und hier, mein Snowflake Petra. mein einzigster Rare Skin. Ja, Topper muss ich unbedingt mal ein paar welche machen. Sammeln meinte ich, nicht machen. Ja, wir wollen uns definitiv demnächst auch mal auf den Editor angucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich blende mal hier kurz ein Bild ein von meinem Desktop. Ich musste die Extension neu installieren jetzt. Und ich habe wirklich nichts gemacht. Ich hatte auf einmal vier. Einfach vier Icons auf den Monitor gehabt, wo die Extension-Version vorhanden ist. What the fuck? Was soll ich denn da anklicken? Ich hatte noch nie so viele Icons. Icons, also Symbole von irgendeinem Spiel. Das sind vier verdammte Symbole auf dem Desktop. Nur wegen dem Spiel. Das ist unglaublich. Vor allem ist da jetzt auch was mit Open Testing, dann ist dann der Editor da. Was ist hier jetzt was? Ist es vollkommen. Naja, ich sag dazu nichts. Es ist verwirrend momentan. Und sollten sie wirklich irgendwas an der Grafik gemacht haben, ist es unglaublich schlecht geworden. Ganz ehrlich. Und nein. Gut, nochmal etwas zu YouTube, das wichtig ist. Und jetzt hört gut zu. Dieser Account wird gesperrt, sobald ich meinen richtigen Internet wieder habe. Momentan ist er momentan an kleinen Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Und sobald das da ist, das Richtige, wird dieser Account gesperrt und es gibt's täglich. Dann, ich weiß nicht, ob das dann auf Twitch sein wird, aber ich schätze mal nicht. Weil Twitch ist einfach, es frisst so viel. So, wir sind jetzt mal kurz beim Trapper. Wo zum Teufel ist das ganze neue Zeug? Hallo? Weil, das muss ich ja auch noch sagen, der Trapper hat ja was Neues bekommen, und zwar so ein Elektroschocker und Dynamit. Aber ich finde das jetzt nicht. Ich hatte es doch vor uns. Also das Spiel ist doch echt buggy. Das Spiel ist... Können wir mal irgendwann ein Spiel spielen, was nicht so verdammt bug ist? Also ein verbuggfreies Spiel? Ich bin müde. Ich bin einfach nur müde.
Ja, nee. Nee. Nein. Ja, nein. Ich mache auch gleich Schluss. Es soll ja eigentlich auch nur ein Infovideo sein. Ja, wie gesagt, der Konto wird gesperrt und es wird dann jeden Tag, auch samstags und sonntags, gen abends, steht noch nicht ganz fest, wann. Und ja, ich habe mich mal kurz umgebracht, weil ich gerne als Obi spielen wollen würde. Und ich möchte unbedingt mal den Türken. Oh, Scheiße, ich habe ver. Oh, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. So, spawn. Spawn. Spawn ich. Ich klicke die Taste. Ah, jetzt. So. Hallo. Hä? Na, jetzt. Okay. Ist. Ja. Na gut. Wie gesagt, es wird dann jeden Tag ein Stream geben. Wie lange die dann gehen werden, ich habe keine Ahnung. Es werden verschiedene Spiele dann gespielt. Es ist einfach. Ne, es ist. Mich kotzt es einfach an, dass ich nichts mehr öffentlichen kann, nichts mehr veröffentlichen kann, ohne gleich ein Urheber an der Backe zu haben. Und das bei der Extinction-Version, das hatte ich noch nicht. Ich hatte das noch nie. Ich hatte auf Videos schon Urheberrecht gehabt, wo es dann hieß, ab der und der Sekunde. Ja, ich glaube, das war bei Limbo damals gewesen. Da war ein Sound, ein angeblicher Sound, wobei es bei Limbo kaum Sound gab. Es gab eine Menge Atmosphäre, aber kaum Sounds. Da hieß es ab der, ich glaube, das war ab der 20. und noch was Sekunde. Und das Video ging nicht mal so lang. Das Video ging nicht einmal so lang. Es ist unglaublich. Und hier, ja, dieser hässliche Himmel. Das sieht aus wie, man hat ja hier diese Wolkeneffekt bei GIMP. Das sieht einfach danach aus. Es sieht einfach danach aus. Ach, naja. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ruckelt auch ein bisschen. Könnte aber auch an Fraps diesmal liegen. Nur gut. Ich würde sagen, ich fasse mich jetzt kurz. YouTube ist momentan eine echte Wucht. Muss mal ganz ehrlich sagen, wann die nächsten Videos kommen, weiß ich selber nicht einmal genau. Momentan ist das ein bisschen deprimierend, vor allem, weil ich auch kein. Ja, das ruckelt so ein bisschen, oder? Es ist echt. Ich will dort hoch. Ich will dort hoch. Ich kann dort nicht hoch, ne? Dann gehe ich erstmal hier drauf. Ja, genau. Und. Wow, lol. Toll. Ja. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wann das kommen wird, habe ich wie gesagt keine Ahnung. Und gut, ich gehe erstmal rüber in den Endstream, wo wir dann auch darüber noch ein bisschen labern können. Endstream. Ja, da das. Ich habe keine Ahnung. Ist momentan ein bisschen deprimierend, vor allem das mit YouTube. Wie gesagt, wann die nächsten Videos kommen werden, das weiß ich noch nicht. Ich muss vorher noch ein bisschen noch Zeug installieren, wie Dextree, weil Fraps nimmt einfach in meinen Augen nicht so auf, wie ich es will. Und mit Fraps habe ich irgendwie, kann ich immer nur in 16 FPS aufnehmen. Und was ich mit Dextree irgendwie nicht habe, ich weiß nicht, was da ist. Ne? Also, wie gesagt, Streams wird es dann geben, nur noch. Und wenn dann das richtige Internet da ist, es dauert nicht einmal so lange. Keine Sorge, davor gibt es nochmal ein Video-Info. Infovideo so rum. Wann das Ganze dann passieren wird. Und noch habt ihr mich an der Backe. Also keine Sorge. Und ja, ich denke, das war's dann meiner Seite aus. Meinerseits, ich kann heute nicht einmal richtig reden. Es ist unglaublich. Na gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich hiermit und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis dahin. Macht's gut.